In Leipzig steckt extrem viel Fußballtradition. Die BSG Chemie Leipzig war eigentlich schon tot, aber die Fans haben den Verein neu aufgebaut. Gestartet sind sie in der Kreisklasse, also ganz unten. Und jetzt ist der Club in der Regionalliga. Die Stimmung dort ist top. Es gibt fette Choreos, laute Fans und vor allem viele Emotionen. Lasst uns jetzt mal über die BSG reden. Diese Story ist wirklich krass. Die muss jeder kennen. Deshalb gibt's auch dieses Video. Also, los geht's. Ihr habt euch dieses Thema gewünscht. Im Community-Tab habe ich nämlich mal vor längerer Zeit gefragt, zu welchem Amateurclub soll ich denn mal unbedingt ein Video drehen? Das hier war der meistgelikte Kommentar. Mir ist einfach wichtig, über den Tellerrand zu schauen, auch mal über die kleinen Clubs zu reden. Falls ihr das feiert, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke hier unten einfach mal draufdrücken. Jeden Monat wird es jetzt ein Amateurvideo geben, das ist zumindest mein Ziel. Mal schauen, ob ich es schaffe. So, fangen wir mal ganz vorne an. Die BSG Chemie Leipzig ist ein Club, der nie an der Spitze stehen sollte. Und es trotzdem irgendwie geschafft hat. Zweimal Meister, zweimal Pokalsieger in der DDR. Ein Erfolg ist besonders emotional. 1963 dachten sich die Sportfunktionäre, der Fußball in Leipzig muss besser werden. Die Idee, alle guten Kicker sollen bei einem Club spielen, dem SC Leipzig. Der wurde dafür extra gegründet. Tja, und der Rest, die schlechten Fußballer, wurden quasi in die Wüste geschickt. Einige davon landeten bei der BSG Chemie. Tja, mit dieser Rumpeltruppe, einem Haufen aussortierter Spieler, ist die BSG in der Saison danach 1964 DDR-Meister geworden. Eine Sensation, die Legende des Rests von Leipzig ist da geboren worden. Der Schlüssel zum Erfolg, Teamgeist und die Fans. Das Stadion war eh eine Festung, die Atmosphäre 1A. Und dieser Erfolg hat sich in die Herzen der Fans eingebrannt. Tja, überlebt hat der Verein trotzdem nicht. Wie so viele Ostclubs, schuld daran war das System. In der DDR hatte jeder Club einen Gönner bzw. Investor. Bei der BSG war es ein Chemiewerk, Lacke und Farben. Und deshalb heißt man auch Chemie Leipzig. Als die DDR fiel, kollabierte auch das Sportsystem und plötzlich gab es eben kein Geld mehr für die Clubs. Die Folge, es gab sehr viele Fusionen und so auch das Ende der BSG Chemie Leipzig. Also zumindest vorerst. Den Neustart gab es 2008. Es war ein Fanprojekt. Die Fans haben gesagt, wir wollen die alte BSG Chemie Leipzig zurück. Sie waren unzufrieden mit der Szene in Leipzig und sie haben wirklich ganz unten angefangen, in der Kreisklasse, sprich in der 12. Liga. Ich bin vor kurzem dort gewesen, habe mir den Club mal ein bisschen genauer angeschaut und mit Martin Schmeisser geredet. Er ist seit Beginn an mit dabei und er hat mir gesagt, wie das erste Team aussah. Tja, das war ja schon absolut wild. Ne? Es gab einen Aufruf, wer hat Bock für Chemie zu spielen. Dann kamen halt auch eine Menge Spieler, viele Fans. Ne? Also die Spieler bestanden hauptsächlich aus Fans oder fannahen Spielern, die ein bisschen Fußball spielen konnten oder ein bisschen mehr Fußball spielen konnten. Und dann hatte man relativ schnell eine schlagkräftige Truppe zusammen. Ja, für die Spieler war der Verein sofort attraktiv. A, wegen dem historischen Namen BSG Chemie Leipzig. B, grundsätzlich wegen der Idee des Projekts. Und C, wegen dem guten Support der Fans. Bei den ersten Spielen standen direkt bis zu 500 Fans am Spielfeldrand. Da kickte die BSG noch auf einem kleinen Sportplatz. Also, die Stimmung top. Sofort gab es 3 Aufstiege in Folge bis in die Stadtklasse Leipzig. Egal ob Fan oder Spieler, Identifikation spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ein positives Beispiel, Benjamin Schmidt, ein echter Leipziger. Früher hat er in der U16-Nationalmannschaft gespielt. Für den Sprung zu den Profis reicht es aber nicht. Seit 2014 verstärkt er deshalb die Defensive und finanziert so sein Studium. Wie wichtig ihm die BSG ist, hat er in der Sportschau erzählt. Schaut euch dieses Video an. Oben im i habe ich das mal verlinkt. Da rappt er unter anderem. Schmidt und seine Kollegen laufen bei Heimspielen im Alfred-Kunze-Sportpark auf. Es ist alt, es ist baufällig, an jeder Ecke riecht es nach Tradition. Und das Markenzeichen ist die fette Stehtribüne hinter dem Tor. Ja, also der Nordamm, ne, der ist schon was Besonderes. Der gibt es auch nicht so oft. Und wenn der voll ist, da passen über 10.000 Leute drauf, dann ist da echt eine wahnsinnig geile Atmosphäre. Ne. Das schallt auch sofort aufs Spielfeld runter und das fetzt. Das macht natürlich super Laune. Ganz voll darf die Tribüne leider nicht sein. Aktuell liegt die Kapazität des Stadions nämlich bei 4.999 Plätzen. Das ist die Entscheidung des Ordnungsamts. Total schade, denn die Choreos dort sind ja jedes Mal ziemlich genial. Im Amateurfußball gibt es sowas sehr, sehr selten zu sehen. Die Fans kämpfen dafür, dass die Kapazität wieder erhöht wird. Dafür muss aber das Stadion renoviert werden. Sie arbeiten regelmäßig dort, wollen Dinge verbessern. Zum Beispiel haben sie den Familienbereich gebaut. Da gibt es einen Sandkasten, da gibt es einen Tischkicker und natürlich auch Spielzeug. Die Eltern gehen also ganz entspannt ins Stadion, schauen Fußball, die Kinder dürfen mit, spielen oder sie hängen am Zaun rum und sehen, was halt der BSG-Trainer gerade macht. Denn der Familienblock ist direkt hinter der Bank. Im Stadion gibt es einen bunten Mix. Es gibt logischerweise die Ultras, normale Fans oder auch Familien. Und trotzdem, im Stadion ist echt noch viel zu tun. Eine andere Baustelle ist das Flutlicht. Aktuell gibt es keins und das soll sich bald ändern.
Ja, ein Flutlicht, das wäre toll. Also so ein Abendspiel, wir hatten ein Abendspiel, zweite Runde DFB-Pokal gegen SC Paderborn, war mega. Also die Vorstellung erzeugt nochmal ein bisschen mehr Gänsehaut, ja klar. Das erste Flutlichtspiel in der Geschichte des Stadions eben in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Hey, das war richtig teuer und schuld daran ist, wenn man so will, der DFB. Die BSG stellte einen Antrag, lasst uns bitte mittags oder nachmittags kicken. Ja, der DFB hat diesen Antrag abgelehnt, es gibt halt TV-Verträge und an die muss man sich halten. Ist halt so. Chemie wollte unbedingt zu Hause spielen und auf gar keinen Fall in die Red Bull Arena. Ist auch logisch, wieso, oder? Dafür hat sie extra ein Flutlicht aus England gemietet. 4 Trucks haben das nach Leipzig gebracht, die kosten etwa 100.000 Euro. Krass, oder? Es war ein magischer Pokalabend, trotz der 0-3-Niederlage gegen den SC Paderborn. Aber Fakt ist, das Stadion braucht dringend dauerhaften Flutlicht. Dafür wird jetzt fleißig Geld gesammelt. Hilfe gibt's da auch von anderen Profiklubs. Eintracht Frankfurt, mit denen man sowieso eine Fanfreundschaft hat, die U23 von Schalke 04, der TSV 1860 München hat auch schon geholfen und Fortuna Düsseldorf. Gegen sie gab es jeweils Benefizspiele. Das Motto, ein Flutlicht für Leutsch. Mittlerweile hat die BSG 300.000 Euro gesammelt und geholfen haben hier, logischerweise, wie soll es auch anders sein, die Fans. Der ganze Becherpfand, also wer seinen Becherpfand nicht einlösen will, das geht ins Flutlicht. Es gab eine geile Trikotaktion nach dem Frankfurt-Spiel. Es gab eine Vernissage, wo man Kunststücke rund um das Thema Fußball und Chemie versteigert hat. Und eine ganze Menge Aktionen, Sammelaktionen mit der Sammelbüchse. Es gab Feine Sahne Fischfilet, haben bei ihren Konzerten für uns mitgesammelt. Ja. Wie viel Geld man für das Flutlicht braucht, steht noch nicht hundertprozentig fest. Der Bau wird kompliziert, das ist ein sehr komplexes Thema und wahrscheinlich wird dieses Projekt sogar noch ein paar Jahre dauern. Also, ihr merkt, generell stehen die Fans im Mittelpunkt und Politik spielt auch eine wichtige Rolle. Seit Jahren gibt es in Deutschland einen Rechtsruck, darüber braucht man, glaube ich, nicht diskutieren. Und auch in Sachsen ist das der Fall. Die Fans bei der BSG kämpfen dagegen, insbesondere gegen Diskriminierung. 2014 startete man Refugees United. Flüchtlingskinder konnten damit Einheimischen kicken, die Fans holten sie direkt am Flüchtlingsheim ab, brachten sie zum Sportplatz und dort durften sie dann mit den anderen Kindern Fußball spielen. Und zwar mit allen Kindern, egal woher sie sind. Das ist eine tolle Sache für die Integration. Der Verein bekam dafür sogar den Sächsischen Förderpreis für Demokratie. Immer wieder gibt es ja den Vorwurf, und das habt ihr wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal gehört, bei Chemie stehen angeblich Linksradikale in der Kurve. Teile der Fans sollen zur Antifa gehören. Die Polizei hat sogar mal einige Fans beobachtet, Telefone abgehört, SMS mitgelesen. Der Grund, Paragraph 129 Strafgesetzbuch, Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ja, das klingt jetzt erstmal krass, aber gefunden hat die Polizei am Ende nichts. Das Verfahren gegen die Fans wurde eingestellt. Eine Sache stimmt aber tatsächlich. Rassismus wird bei der BSG nicht akzeptiert. Der Verein steht für Sportgeist, Offenheit und Toleranz. Sollte jemand im Stadion trotzdem den Spruch raushauen, passiert genau das. Das macht er einmal und dann kriegt er eine nette Ansprache. Da gibt es dann genug Fans, die drumherum stehen oder dazukommen und ihn dann quasi nett reglementieren und daran erinnern, dass es bei uns im Verein nicht zu suchen hat. Das hat ja auch nirgendwo was zu suchen. Also das ist ein klarer, ganz klarer Anspruch von unserem Verein und von unserer Fanszene, dass wir Diskriminierung nicht zulassen. Es gehört nicht zum Sport. Wir sind auch Vorbilder für unsere Kinder und auch Vorbild für die Gesellschaft, soweit man das so nennen kann. Also das gehört nicht dazu. Besonders hitzig sind die Derbys gegen den 1. FC Lok Leipzig. Beide Teams spielen aktuell in der Regionalliga Nordost und da prallen wirklich zwei Welten aufeinander. Um es jetzt mal ganz simpel zu sagen, bei Lok Leipzig sind sehr viele Fans konservativ bzw. eher politisch rechts, bei der BSG Chemie sind aber die Fans eher links. Bei den Derbys kracht es sehr oft. Katastrophal lief es im November 2017. Bengalos flogen da aufs Spielfeld, eine Lokfahne wurde von den BSG-Ultras verbrannt. Offenbar wollten die Lok-Fans sogar den Platz stürmen, es gab eine Schlägerei mit den Polizisten auf der Tribüne. Und in der zweiten Halbzeit fuhren Wasserwerfer ins Stadion. Ehrlich Leute, das sind Szenen, die will doch keiner sehen. Am Ende ist der Fußball wichtig, also die Action auf dem Platz und nicht der Hass auf der Tribüne. Der Endstand lautete damals 0-0. So Szenen dürfen sich nicht wiederholen, die Polizei zog deshalb drastische Konsequenzen daraus. In den Alfred-Kunze-Sportpark dürfen maximal 250 Fans von Lok Leipzig, deshalb gibt es massive Proteste. Die letzten Derbys haben die Fans deshalb zum Teil boykottiert. Das ist echt eine Scheißsituation. A, die Atmosphäre bei so Derbys ist wichtig, die Fanblöcke müssen voll sein. Aber B, die Sicherheit für neutrale Fans und Spieler ist natürlich auch wichtig. Wenn Bengalos irgendwo im Stadion herumfliegen, kann das halt am Ende auch böse ausgehen. Fakt ist, beide Clubs wollen Derbys vor ausverkauftem Haus. Eine Lösung hier zu finden ist echt verdammt schwer. Übrigens, eine Rivalität mit dem dritten Leipziger Club, mit RB Leipzig, gibt's nicht. Klar, am Anfang war man so ein bisschen skeptisch, aber es hat natürlich seine Gründe, lieber zur BSG Chemie zu gehen.
es gab da schon die Befürchtung, dass jetzt viele zum Nachbarn abwandern, zu RB Leipzig. Sind es bestimmt auch, also viele ehemalige Fans, die dann mit unserem Weg erstmal nichts anfangen konnten. Aber was wir festgestellt haben, kommen halt viele wieder. Ja, des Stadions wegen, der Atmosphäre wegen, weil hier halt ein anderer Fußball gespielt wird. Es gibt auch mal ein paar Aktionen, Choreografien, Pyrotechnik. Das mögen jetzt vielleicht auch ein paar Fans mehr. Das gibt es in den oberen Stadien ja nicht so häufig, zumindest nicht beim Ortsnachbarn. Blicken wir jetzt mal in die Zukunft. Aktuell steckt die BSG Chemie Leipzig in der Regionalliga im Abstiegskampf. Wichtig ist ein gesundes Wachstum, also nicht zu schnell zu viel wollen. Schritt 1, man muss sich in der vierten Liga etablieren. Ihr wisst, in der Regionalliga zu überleben ist extrem schwer, insbesondere ohne Investor. Falls ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, oben im i ist ein Video über den Liga-Konkurrenten Viktoria Berlin. Die wären nämlich fast mal pleite gegangen. Das Image der BSG Chemie Leipzig ist, ein Underdog zu sein. Seit dem Meistertitel 1964 ist das tief in den Herzen der Fans verankert. Falls ihr ehrlichen Fußball sehen wollt, geht zu den Amateuren. Die BSG leistet gute Arbeit, sportlich und in der Gesellschaft. In Leipzig wird sehr viel richtig gemacht. Jetzt habe ich noch eine Videoempfehlung für euch. Falls ihr wissen wollt, wie es bei einer Auswärtsfahrt von RB Leipzig ist, checkt mal den Hubi bzw. das Y-Kollektiv aus. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.